Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance mit dem guten Heinrich hier an der Mühle. An der Mühle des Müller Peschek. nach einer wilden Nacht mit dem Hans Capon und lustigem Bade und Würfelspaß, ja, so kann man es, denke ich, bezeichnen. Ja, wir haben uns ausgeruht. Läuft soweit. Ich würde gerne noch. Oh, schau mal hier. Blumenstrauß für Clara. Ja, der ist aus der letzten Quest. Aber den kann ich irgendwie. Ich kann Questgegenstände nicht verschieben, ne? Ich weiß nicht, was ich damit noch tun soll. Weil eigentlich ist die Quest ja erledigt. Na, Müller Peschek? Ah, das Leben hier, ne? Genau. So. Ja, wir haben noch diverse Quests mit am Start, die man sich anschauen kann. Wir haben den Ruf der Nachtigall, ja, was ja nicht ganz so funktioniert hat. Sehr zu unserem Bedarf. Moment, wir können uns die Quest nochmal kurz aktivieren und dann nochmal auf die Map schauen. Aber die Falle ist nicht da. Ne? Wir haben gesucht, wir haben versucht, das Ding zu finden. Ich habe mir auch das alte Video nochmal angeschaut, wo wir diese Falle platziert haben. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, zu meinem Leidwesen. Ich habe es nicht... Ja, ihr wart dabei. Wir haben es nicht gesehen. Deswegen, ja, umso ärgerlicher, aber ne, Dinge, die man nicht abschließen kann. Die zähe Liebe, eine Quest vom Henker, Hermann der Henker, der Witwe Eliska helfen will. Wir haben uns natürlich, dumm wie wir sind, mal wieder angeboten. Also heißt, wir könnten zum Vogt gehen und mal mit ihm quatschen. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Zumal wir auch noch in den Taschen unseres getreuen Rosses Pebbles ein paar Sachen am Start haben, die man verscherbeln könnte für ein kleines Geld. Warum also nicht? Ne? Ja, deswegen auf geht's. Aber gut, so bitte nicht in diesem gemäßigten Tempo, sondern vielleicht mal ein bisschen Galopp. Ne? Muss ja nicht sein, dass wir den ganzen Tag verplempern hier. Aber eine schöne Gegend, definitiv. So, wir haben auch aktuell kein Bußgeld in der Stadt. Das ist auch was Seltenes, ne? Nachdem wir uns beim letzten Mal auch wieder was eingefangen haben. Für unerlaubtes Betreten. 15 Groschen. Naja. Wenn es einer hat, dann wir. Genau. Okay. So, das sind im ersten Moment meine ich Klamotten, die wir dabei haben bei Pebbles. Muss ich gerade mal gucken. Inventar, schauen wir mal. Bürgerschwert, wow. Was haben wir? Was haben wir eigentlich? Stärke, ich muss gerade gucken. Stärke 8. Oh, man könnte sogar ein besseres Schwert nehmen, ne? Stärke 8, Agilität 6. Hm. Erstmal hier Bürgerschwert. Okay, man könnte dieses Kurzschwert nehmen. Das ist vermutlich sogar besser als unser Schwert, oder? Das wir haben. Schauen wir mal. Was haben wir für Waffen? Wir haben die Scherbe. Ja, das ist Agilität 3. Könnten wir uns eigentlich das bessere Schwert holen hier, ne? Was ist das? Ritterjagdschwert, das braucht Agilität 6. Bürgerschwert braucht 5. Ritterjagdschwert. Okay, das macht bei Wucht auch Schaden. Schlechtere Verteidigung. Ritterjagdschwert. Hm. Haselnussbogen, Stärke 4, Agilität 3. Und das Sachs, naja, also das könnte man, ja, wisst ihr was, das... Ins Inventar. Wir holen uns... Ach, zwei Haselnussbogen haben wir. Bögen, wie auch immer. So, jetzt sind wir natürlich dezent überladen, ist auch klar. Schauen wir mal kurz. Ne? Ab und zu muss man gucken, was besser ist. So. Scherbe 106, 100er Zustand. Ah, Moment, ich würde sagen, wir reparieren erst einmal die Schwerter, bevor wir uns dein Urteil erlauben halten. Ne, Moment, da muss ich da runter. Da ist ja schließlich der Schleifstein, der Unsichtbare, den ich nicht gesehen habe. Ne? Ich stand davor und habe nicht gesehen. Was haben wir gelacht? Tja. Nehmen wir mal das Bürgerschwert hier, bitte. So.
bisschen reparieren, das gute Stück. Ich glaube, das sieht wieder ganz gut aus, oder? Wobei, das war auch ziemlich ramponiert, ne? Wenn man ehrlich ist. Okay, anhalten. Schauen wir mal, wie gut es jetzt ist, das Teil. Waffen, Bürgerschwert 94, ne? Haben wir doch gut hochgekriegt, das Ding. Verteidigung 68. Na gut. Den Bogen kann ich vermutlich nicht reparieren, ne? Schätze ich mal. Wir sparen uns da jetzt natürlich. Diese. Oh, ich habe zu viel Druck, glaube ich. Ja. Da sparen wir uns diese Reparatursets. Mit denen würde es natürlich auch gehen. Aber die kosten Geld. Ja? Und das Ding hier kostet kein Geld. Oh. Okay, rauchen sollte es nicht. Ja, rauchen ist schlecht. Jetzt sprühen Funken ein bisschen. Okay. Ja, da fehlt mir einfach noch die Erfahrung hier mit dem. Den Schleifstein. Oh, das geht gut auf die Ausdauer. Okay. So. Was hat's gebracht? Oh, wir haben unser Reparieren-Skill verbessert. 100, jawohl. Na, und schon ist das Ding gleich mal mehr wert. Okay, der Zustand hat keine Auswirkung auf Verteidigung. Aber es hat sehr wohl Auswirkung auf den Schaden. Ne? Die Werte hier sind konstant. Aber hier drüben ist wohl der Schaden, den es aktuell verursacht. Und man merkt, wenn das Ding beschädigt ist, gibt es hier ganz klar einen Abzug. Wobei, dann gehe ich davon aus, dass diese Werte hier natürlich entsprechend auch sich anpassen, auch wenn es hier nicht angezeigt wird. Aber dann schätze ich, dann ist der Verteidigungslevel bei einer beschädigten Klinge durchaus auch schlechter. Okay, machen wir das Ding hier noch. Komm, was soll's. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ja, das mit dem Bogen, das kann ich dann wohl nicht reparieren. Ich wüsste nicht, wie ich einen Bogen repariere. Falls wir das überhaupt können. Nein, nicht so. So schleifst du ihn bloß stumpf. Okay. Das geht ja zum Glück schnell. Na dann. So, Waffen. Jawohl, läuft. Also den Haselnusspunkt, den kann ich irgendwie nicht reparieren. Geht nicht. Schauen wir mal. Schmiedeset. Anwenden. Nee, geht nicht. Okay, wisst ihr was? Das letzte bisschen hier. Glaubt man da noch raus. Den Schild kann ich... Nee, es geht nicht. Da ist mein Skill nicht groß genug. Oh, ich könnte sogar den Haselnussbogen reparieren. Aber da bin ich zu schlecht. Da bin ich offenbar zu schlecht. Und dieses Schmiedeset hat schon gehörig gelitten. Das Rüstungsset. Den Lederwams, den kann ich nicht reparieren. Und den Schneiderset könnte ich reparieren. Das geht auch nicht. Bin ich auch zu schlecht. Und das Schusterset immer mal wieder reparieren zwischendrin. Ne? Okay. So, wir sind... trotzdem noch überladen. Aber dann... Ja, Sigismunds Meute, ja. Traurige Geschichte, ne? Erzähl uns nichts über Sigismund. Das kennen wir selber, das Problem. Also, die Scherbe... die hat, denke ich, ausgedient. Wir müssen uns entscheiden zwischen dem Ritterjagdschwert und dem Bürgerschwert. Und ich würde sagen, wir nehmen das Bürgerschwert. Weil es eine bessere Verteidigung hat, eine deutlich bessere Verteidigung, und weil es ein Kurzschwert ist. Ja. Ja, so machen wir es. Und den Rest, den verkaufen wir, den schmeißen wir raus. So, grüß Gott. Da bleibst, verstehst? Jetzt wird Geld verdient. Was benötigst du? Geld brauche ich. Okay. Pass auf. Du kriegst beide. Und du kriegst den Sachs und die Scherbe, und brauche ich den Schild? Ganz ehrlich, weg damit. Komm, der wiegt bloß.
Also ich krieg gerade mal 93, mehr nicht. Echt? Oh, Alter. Ist ja übel. Bist ein ganz schöner Knauser, mein Herr. Edles Jagdschwert. Agilität 13. Ne? Kostet auch einen schmalen Taler. Händlerschwert. Kostet auch einen schmalen Taler. Also ich merke schon, die haben lustige Preise. Die Herrschaften. Na gut, komm, wir handeln. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Will ich auch hoffen, bin schließlich Stammkunde hier. Schau mal, ich hätte gern 100. Oder machen wir 99, weil es du bist. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ach. Na, machen wir 97, ne? In Ordnung. Neues dann. Geht doch. Na, gut Geschäft, gut Tausch. Ne? Gut Tausch. Kannst du noch irgendwas reparieren bei mir eigentlich? Du kannst den Haselnussbogen reparieren, jawohl. Und das Lederwams. Ja dann, läuft doch bei uns. 34, oh Gott. Ja, dieser Raubritter. Dieser alte Raubritter. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Ja, ja, natürlich. So, pass auf jetzt. Ich zahle aber bloß 31. Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Jetzt hör auf, du kannst das mir doch nicht einfach aus der Tasche ziehen. Ne, ich bin der ganz arme Typ. Hab nur ein altes, lahmes Pferd, meine Eltern sind tot. Und mein Hund ist irgendwie abgehauen. Ne? Keine Ahnung, wo unser Hund ist. Da kann man ja auch schon die Fragen in den Kommentaren. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Also, traurige Geschichte erzählen und dann läuft es. So, achso, halt, stopp, ich habe einen Haselnussbogen noch zu verkaufen. Ne, fällt mir gerade so ein. Ach, der will den gar nicht. Okay, der ist nicht dumm, der Junge. Naja, wie auch immer. So, dann schauen wir unsere Waffen nochmal kurz an. Wir haben den Eschenbogen. Und ich glaube, unser Haselnussbogen, der ist deutlich besser. Wird hier zwar nichts angezeigt, aber ich gehe davon aus, dass Kraft hier bedeutet, dass der mehr Durchschlagskraft hat, dass das damit gemeint ist. Ja. Zack, also wir hauen den Haselnussbogen hier hin. Der Rest wird vercheckt. Ganz einfach, das wird sauber verkauft. Verkloppt. Wo auch immer. So, hier. Der Rüstungsmichel. Der hat wieder zu, gell? Ah ne, der hat bloß die Türe zu. Grüß Gott, hallo. Du bist der Handwerker, ne? Bei dir kann ich doch auch... Glück und Gesundheit. Jo. Bei dir kann ich doch auch handeln, genau. Pass auf, ich will verkaufen und zwar... Waffen will er nicht, okay. Dann will ich... Ne, hier will ich nichts verkaufen. Nö. Will ich nicht. Ich überlege gerade. Halt, was hast du dich gemeldet? Ah ne, du hast nur gestreckt. Du hast ihn nur gestreckt, okay. Moment. Ja, wir ziehen jetzt einfach mal alles an. So. Oh, der Filzhut ist schmutzig, sehe ich gerade. Okay. So, wo ist der Wasserdruck? Hier ist doch ein Wasserdruck irgendwo in der Nähe. Da war doch hier, genau. Machen wir die Klamotten wieder sauber? Alles klar. Was tust du da? Ja, ich habe dich angerempelt, Entschuldigung. So, dann lassen wir den Kollegen unser Zeug reparieren. Na, das was wir nicht reparieren können. Gott sei mit dir. Jo, genau. Reparatur-BD. Und zwar, es geht gar nicht, okay. Das zählt nicht als Rüstung, echt? Ach, ich Idiot, ich muss zum Schneider. Lala, ich muss zum Schneider. Der hat Gott sei Dank auch schon auf. Hallo, Frau Schneiderin. So. Guten Tag. Grüß dich. Dein Hemd ist kaputt übrigens, habe ich gerade gesehen. So, Beinling bitte reparieren. Ach, 8,2 kommt, das mache ich gleich so. Händlerin, kaufst du irgendwas an von mir vielleicht? Okay. Die nimmt nur die Klamotten. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Also dann werden wir unser ganzes anderes Zeug nicht los irgendwie. Aber wir haben Klamotten dabei, also von dem her. Wo wäre ich die Waffen los? Wo wäre ich die restlichen Waffen los? Der wollte sie nicht, ne? Der wollte sie nicht haben, der Kollege.
Moment, will sie der Schmied vielleicht haben? Frag mal den mal. Ich hätte was zum Verkaufen, mein Freund. Gott sei mit dir. Ja. Okay, du kannst schmieden, aber du kannst nicht handeln. Das ist bedauerlich. Gerätschaften, Werkzeuge und Helferlein. Alles für Haus und Hof. Das ist gut. Kaufst du auch Schwerter, bitte, mein Glück Herr? Glück und Gesundheit. Ja. Lass uns handeln, mein Freund. Ja, alles dann. Schau mal hier. Ich hätte hier den Haselnussbogen und den Eschenbogen. Ja. Und... ja, das ist doch schon mal was, ne? Immerhin, ja. Was kriege ich? 40. Okay, was hast du so? Billiger Wein, ja, ganz toll. Rätsel, Distel, Gegenmittel. Mhm. Gewöhnlicher Pfeil. Hochwertiger Pfeil. Hasenfleisch, ja, genau. Ja, mein Pfeile kann man... nie genug haben, ne? Ich zahle 1,2. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich irgendwas zahle hier, verstehst? Ich glaube nicht, dass ich was zahle. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Guter Mann. Das erfreut meine Händlerseele. Weißt du was? Weil du bist, machen wir 0-0, okay? Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Wir machen ein klassisches, gutes, altes Warentauschgeschäft. So, okay. Dann schauen wir kurz. Wir sind immer noch total voll bepackt. Gut, wenigstens haben wir mal ordentlich Pfeile wieder am Start. Rüstung ist auch okay. Müssen wir hier mal kurz gucken, was ist hier so schwer? Da nix, bei des Sonstiges. Ja, so Rüstungsset, aber gut, das kann ich nicht ändern. Die Schaufel, die wiegt 4. Na gut. Okay. So, jetzt pass auf, Pebbles. Ich hätte gerne der ganze Zeug, was du da... da, Arbeitsstiefel. Zack. Zack, zack. Den ganzen Scheiß, den hau ich alles raus. Beziehungsweise, warte mal. Oh Gott, oh, das Hasenfleisch habe ich auch noch, aber das ist schon völlig kaputt. Das ist schon völlig kaputt, das ist schon total schlecht, das Hasenfleisch. Das mag niemand mehr. Aber vielleicht kann ich es noch an irgendeinen Deppen verkaufen. Ich glaube gleich gar nicht, gell. So dumm ist keiner. Komm, ich probier's. Oh, heftig überladen hier. Ach, gute Frau, ich hätte hier ein sehr leckeres Hasenfleisch. Stell dir vor. So, richtig frisch. Gerade was gefangen. Hier, schau mal. Zack. Oh. Naja, kleines bisschen. Vermögen des Händlers 20. Oh, okay. Muss ich mir irgendwas kaufen von ihr? Irgendwas, was ein bisschen was kostet? Milch. Milch hält doch nicht lang. Ein Tag. Gute Idee, ich kaufe Milch. Honig hält unendlich. Honig ist gut. Honig ist gut. So, da hier, zack. Ich krieg 12. Okay, pass auf. Mach mal Geschäft. Honig gegen Hasenfleisch, ne? Was will ich mit dem kaputten Hasenfleisch? Ganz ehrlich. Was will ich damit? Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Na bitte. Also, jetzt pass auf, gute Frau, weißt du, bist Mama 14. Ja, das sollte passen. Na, no, ist dann. Geht doch. Ne? Haben wir da gutes Geschäft gemacht. Okay, was macht unser Ruf eigentlich in der Zwischenzeit? Ich habe gedacht, mit den Händlern, wenn man da immer erfolgreiche Geschäfte macht, dann steigt dieser Ruf, aber irgendwie steigt der gar nicht. Thalmberg? Oh, was ist denn hier los? Ich habe doch gar nichts gemacht in Thalmberg. Warum sind die so unentspannt? Naja. Wir haben bei Reparieren einen Fähigkeitspunkt dazu bekommen. Stufe 6, okay, da können wir nichts freischalten, so wie es aussieht. Nee, das dauert noch. Dann gibt es hier Punkte, Moment, bei 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 20. Okay, dauert noch ein bisschen. 7 Meilen Stiefel. Wenn du Stiefel trägst, die du selbst repariert hast, verbrauchst du beim Spurten 20% weniger Ausdauer. Oh. Frisch gewaschene Klamotten gibt ein Charisma-Punkt mehr. Hm, okay. Der ist fast besser, gell? Ja, 7 Meilen Stiefel. 7 Meilen, Heinrich. Sehr schön. Oh, Trinkfestigkeit, Level 2. Ich weiß nicht, ob das für uns spricht. Wahrscheinlich nicht, gell? Eigentlich ist das eher schlecht. Naja, okay. So,
Wir haben jede Menge Rüstungsgedöns. Das wollen wir jetzt gleich mal verchecken. Es tut mir leid, Freunde, ne? Dass ich hier jetzt wieder ewig in der Stadt mit Geschäften etc. aufgehalten bin. Aber ihr habt ja gesagt, ihr wollt alles sehen. Also, sehen wir alles. Ne? So, Arbeitsstiefel weg. Beinlinge weg. Eisenhut, den behalten wir. Geflickter Beinling, verschmutzt, weg. Bunthaube. Weg. Haube weg. Jagdhandschuhe weg. Kettenbeinling. Was haben wir aktuell? Aber es macht halt modsmäßig Geräusch, das blöde Ding, ne? Da bin ich jetzt echt hin und her gerissen. Ich meine, es würde deutlich mehr Schutz bieten. Aber es ist halt brutal laut, ne? Für den Kampf, okay? Für den Kampf. Kettenhaube. Würde auch deutlich mehr Rüstung bringen. Hebe ich mir auch auf für den Kampf. Lederhandschuhe weg. Panzerhandschuhe. Boah, krass. Auch für den Kampf. Nackenschutz, du fliegst raus. Platten Ellenbogenkacheln. Moment. Würde ich mich verschlechtern? Weg. Weg. Robuster Gambeson. Ich glaube, da haben wir den besseren, ne? Unser Gambeson, der hier. Oh nein, habe ich mich getäuscht. Der muss halt repariert werden, der, ne? Ja, aber unser Warhorse Gambeson, den muss ich behalten. Tut mir leid, den muss ich behalten. So, da hätten wir ein paar Handschuhe. Da können wir kurz gucken, ob die... Ja, die sind schlechter als unsere Mailänder. Plättlinge, weg damit. Silberring, weg damit. Verzierter roter Wappenrock, weg damit. Zack. Okay. So machen wir, denke ich, ein kleines Geld. Ein kleines Gut. Gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Okay. Hast du irgendwas für uns vielleicht, was Interessantes? Speisen des Herkules. Fertigkeitenbuch zum Thema Stärke. Ja, ich kann nicht lesen. 2000. Boah. Okay. Mir wird schlecht. Nee, du, lass gut sein. Wir verkaufen. Wir verkaufen. Reden wir über den Preis. Ja. Jo, lass uns reden. Ich möchte gerne 315 PD. Einverstanden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ich bin Stammkunde bei dir, hallo? Eine Frechheit. Okay, 310. Ja, das sollte passen. Na dann. So, jetzt habe ich natürlich Zeug dabei, das du bitte reparieren solltest. 307, ey, Alter. Besprechen wir den Preis. Das ist teuer, ey, Wahnsinn. Klar, warum nicht? 285, bitte. Zufrieden? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Etwas ist gut definiert, machen wir 290. Ja, das sollte passen. Okay. Aha. Na dann. Das ist meine Rede, Junge. Den ganzen Winter frisch. Schnell, greif zu, bevor sie weg sind. Ah, Bauchrednerin. Respekt. Na dann. So, okay. Also, wir haben ziemlich krass gehandelt. Und haben jetzt, denke ich, ganz gute Rüstung am Start. Ja, auch für den Kampf. Aber wir sind mal wieder sowas von gnadenlos überladen. Das ist nicht gut. Was mache ich mit dem blöden Blumenstrauß für die Clara? Verdammt. Was mache ich damit? Oh, das Banditenohr haben wir noch. Was mache ich bloß? Okay, pass auf, Pebbles. Du musst leider wieder tragen ein bisschen, ne? Sorry, aber geht nicht anders. Also, pass auf.
Satteltasche, Satteltasche, Satteltasche. Ja, die Smilender Putenschnitzel geht auch in die Satteltasche. Dann. Was brauchen wir momentan nicht? Wir sind nicht im Kampf. Brauche ich den? Ne, brauche ich momentan nicht. Weg damit. Scarletzer Wappenrock. Macht auch viel Krach, brauche ich momentan nicht. Den Nackenschutz brauche ich momentan nicht. Die gepolsterten Beinlinge brauche ich momentan nicht. Ich glaube, so kann man... Brauchen wir den hier? Nee, brauchen wir auch nicht. Zack, weg damit. Okay, ja, wir laufen mal so rum, ne? Das ist doch gar nicht schlecht. Okay. So, Pebbles, pass auf. Hey! Was denn? Gute Frau, es tut mir leid. So, oh, halt, ich Idiot. Stopp. Stopp. Wir müssen zum Vogt. Ne? Wir müssen ja zum Vogt. Klar. Die Quest mit dem Henker. Zum Henker mit der Quest. Wir müssen zum Vogt. Ist das dunkel hier drin? Da kann mir jemand Licht anmachen, bitte. Oh, süß. Ein kleines Licht. Möge dieses Licht unseren Weg erhellen. Oh, da ist zu. Das ist blöd. Wie spät ist es denn? 10 Uhr? Und die Amtsstube ist zu? Hallo? Wo kommen wir denn? Ist Wochenende oder was? Ist Feiertag? Nee. Wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das hier für ein Laden? Was ist das hier? Wie bin ich denn hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Aber ich darf hier rein. Finde ich gut. Ich schaue hier mal hoch. Vielleicht ist da was Schönes hier oben für mich. Oh, hier sieht es ja schön aus. Aha. Viele Bücher. Stehlen. Stehlen klingt so böse. Ist das die Bibliothek? Ah, das ist die Bibliothek. Schau mal hier. Okay. Eine Abhandlung von Meister Jan Hus über Ämterkauf und Ablasshandel im Papsttum. Tja, der Jan Hus. Ja, den hat die katholische Kirche, meine ich ja auch, verfolgt und der Ketzerei beschuldigt. Ja, dann haben sie dann, glaube ich, auch. Ja, dann haben sie ihn umgebracht. Meine verbrannt haben sie den Jan Hus sogar. Dann gab es ja noch die Hussitenkriege und so. Also, naja, alles für den Glauben, ne? Tja, 1503. Ne, 1403 sind wir, genau, 1403. Da steht doch bestimmt was im Kodex, oder? Charaktere. Nee. Nee, steht noch nichts drin. Okay, vielleicht haben wir es bloß noch nicht gelernt, ne? Da schauen wir hier, da fehlt ja noch ein bisschen was. Na gut, okay. Ja, ich könnte jetzt versuchen, die Truhe zu knacken, aber warum soll ich das tun? Fail ich doch bloß wieder, ich kenne mich. Schön, dass ich einfach so rumlaufen kann. Wer bist du? Da ist der Vogt, der ist ja lustig. Okay, die eine Tür war zu. Ist schwierig. Okay, jetzt hat er aufgemacht, schön. Ja, wie auch immer. Vogt, pass auf, ich muss mit dir reden. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Wegen der Familie. Kennst du Eliska? Die Frau des Kerls, der kürzlich gehängt wurde? Die jetzt beim Scharfrichter ist? Genau die. Das Leben kann hart sein. Ja. Und weißt du, ob sie hier in der Gegend Anverwandte hat? Woher soll ich das wissen? Nun, entschuldige mich, ich habe zu tun. Na komm. Wenn Eliska nicht beim Scharfrichter bleibt, hast du eine Sorge weniger. Jesus. Gut, dann frag doch den Schreiber. Und wo ist er? Wo finde ich ihn? Er hat ein Leiden, also wird er sicher in seiner Kammer über dem Studierzimmer liegen. Im obersten Stockwerk des Rathauses. Hm. Na toll. Danke, sehr nett. Ah, da geht's nach oben, okay. Da geht's nach oben. Ein Leiden hat er. Oh.
Der ist wieder zu. Sehr lustig, Vogt. Sehr lustig ist das überhaupt da. Ich habe keine Ahnung. Mist. Obersten Stock des Rathauses, ja. Wenn die Tür zu ist, kann ich nichts machen. Na ja, komm, wir probieren es nochmal über den Weg. Vielleicht gibt es da noch einen alternativen Weg. Da ist wieder der Vogt. Genau, nö, da gibt es keinen Weg. Jetzt hat er sich wieder hingesetzt. Okay, vielleicht muss ich bloß ein paar Mal im Kreis laufen. Ich weiß es nicht. Das nennt sich jetzt Rundlauf. Ach, da ist wieder... Oh, verdammt, ich komme nicht rein. Das ist doof. Achso, Moment. Vielleicht ist es Absicht, dass abgeschlossen ist und ich muss mit dem Vogt nochmal reden, dass er mir einen Schlüssel gibt oder sowas, ne? Du, das ist abgeschlossen, du Held. Hm, okay. Kann ich irgendwie helfen? Oh Gott. Ich bin schon wieder versucht, da drauf zu klicken. Ja. 2000 neue Quests. Na gut, was. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Scarlets Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Scarletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Nein. Ich bin arisch, natürlich. Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Wieso bitte? Ihr habt doch alle Plumpsklos, das verstehe ich ja gar nicht. Das haben wir beim Hanusch letztens gesehen. Wieso habe ich diese Quest angenommen? Mensch, Heinrich, du Narr. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja, der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Scarletzern sich am besten eignet. Na gut. Okay. Was ist so schwierig dran? Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Na dann. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Aha. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Das kann ich verstehen. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Na gut, okay. Mehr muss ich nicht wissen. Dann viel Glück. Ja, danke schön, sehr nett. Wieso habe ich Idiot gefragt? Ich bin so... Naja. Da sind wir noch zu, natürlich. Natürlich. Schönen Dank auch. Lustige Quest. Der Händler Konrad Hagen. Oh, das ist dieser Gemischtwarenhändler da oben, ne? Der geradeaus, ja, schauen wir gleich mal hin. Naja, auf der anderen Seite, ne, ein bisschen zusätzliche Würze. Hallo, wer bist du? Der Cornelius. Na dann.
Was kniebelst du dich denn so hinter? Macht bloß die Klamotten dreckig. Naja. So, hallo Konrad. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Was ist mit deiner Köchin? Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Na, was erwartest du denn? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Na dann. Was mit den Latrinen? Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der, die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Aber ich muss wissen... Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Na gut, was mit den Wasserträgern? Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Super, Freunde, ihr habt aber nicht dran gedacht, was passiert, wenn die Skalitzer Flüchtlinge wieder weg sind, ne? Weil wer trägt dann das Wasser? Dann steht sie wieder genauso dumm da. Also das bitte. Übliche oder etwas anderes? Nix will ich, verstehst? Sowas. Okay. Sehr lustig. Tja. Na dann. Was sehe Liebe? Ja, das können wir erst mal. Ne, der Schreiber, den kriegen wir nicht. Wasser oder. Was ein Questname. Was ein Questname. Also gut. Sprich mit Alex. Alex ist da unten. Ich verzettle mich schon wieder komplett. Ich verzettel mich in den Nebenquests. Oh, Fleischer. Okay. Codex. Fleischer. Schlachthäuser. Schlachthaus befand sich immer am Stadtrand. Wir sind am Marktplatz, aber okay. Und war der einzige Ort, an dem Tiere geschlachtet wurden. In der Nähe boten gleich mehrere Metzger ihre Waren feil. Achso, das ist ja auch der Fleischer. Aber gut, Schlachthaus, Fleischer, ja. Das Vieh wurde vom Zunftmeister persönlich geprüft und nur was er bestätigte, dass es gesund war, durfte. Durfte es geschlachtet werden. Okay. Das Schlachten an anderen Orten war verboten. Gab es die schöne Geldstrafe. Genau das Richtige für uns. Wenn es um Geldstrafen geht, ne, da kennen wir uns aus. Da sind wir richtig gut. Hey, bist du unser Hund? Hi. Hey du. Du siehst nett aus. Du bist bestimmt unser Hund. Ne? Oh, nein, du bist nicht unser Hund. Oder doch? Aber du schaust lieb. Schau mal, ich hab was für dich. Bestimmt irgendwas habe ich für dich. Ein Dörrfleisch mag der doch bestimmt, oder? Hä? Komm, du kriegst mal ein Dörrfleisch von mir. Schau mal hier. So. Da. Lass dir schmecken, ne? Da liegt's hier. Schau mal. Hier. Ja. Ja, ja. Ah, sehr fein, gell? Was, tust du nicht aufessen, oder was? Nee, okay. Dann nehme ich's wieder mit, ne? So ein leicht angespeicheltes Dörrfleisch, das hat doch was. Okay, also ist... Es scheint ihm gemundet zu haben, aber wir konnten es unbeschädigt wieder mitnehmen. Naja. Bist du Alex? Tatsächlich, du bist es. Gott sei mit dir. Hallo. Du, es geht um die Flüchtlinge, ne? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Wie denn? Ich bin kein Wilderer, ja genau. Ich gehe übrigens mit ihm seit neuestem zum Baden und nicht zum Jagen. Ist ein kleiner Unterschied. Ich bin kein Wilderer. Das klingt wieder so, als müsste ich hier helfen. Ich bin so dumm.
Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Razzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ich bin ein Depp. Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Zifix, du Idiot. Wieso sagst du mir das erst jetzt? Ich habe gerade zig hundert Hasen verkauft. Okay, die waren ein bisschen schlecht, aber... Ah, Mist. Wegen der Arbeit mal hier, ne? Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Das ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Besser als nichts, Meister. Aber die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben. Wasser tragen vielleicht. Doch wenn sie Arbeit verrichten müssen, die nichts für anständige Leute ist, sondern für den Henker oder den Schinder... Es ist also sinnlos, ja? Lieber betteln als richtige Arbeit leisten. Sogar Scheiße tragen ist besser als das. Du vergisst, dass das eine Aufgabe für den Schinder ist, nicht für Vertriebene. Selbst wenn wir wieder in Scarlet sind, wird der Gestank noch an ihnen haften. Mein Gott. Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute? Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Es wird aber etwas dauern. Das ist okay, dann kann ich was anderes machen in der Zwischenzeit. Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Toll. Na dann. Danke. Auf bald. War auch zu einfach. Ah ja, auch viel zu einfach. Da drin, oder? Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Okay, sie scheint fertig zu sein mit dem Gebet. Dann können wir sie auch anquatschen. Bist du Agnes, die Haushälterin von St. Jakob? Bin ich. Oder war ich, bevor diese Teufel Scarlets niedergebrannt haben? Was willst du? Ich suche eine gute Köchin und Haushälterin. Und alle haben mich zu dir geschickt. Gott hat mich gesegnet. Das ist wohl wahr. Der hiesige Händler braucht jemanden, der Adlige bekochen kann und sich um sein Haus kümmert. Nun, Pater Franziskus mag gutes Essen. Und ich kann nicht einfach woanders anfangen. Na super. Irgendwie ist das ja irreführend, ne? Franziskus war doch... Ich meine, Franziskus war derjenige, der eher den bescheidenen Weg immer gegangen ist, ne? Der nicht unbedingt auf dieses ganze Brimborium, Extravaganz etc. gesetzt hat. Deswegen finde ich es interessant, dass der Pater Franziskus hier auf das sehr gute Essen Wert legt. Naja... Händler Hagen ist kein Niemand. Ja, habe von ihm gehört. Er soll ein guter Christ sein. Wirklich? Nun, dann ist es wohl so. Oh ja, die Leute sprechen immer noch vom schönen Begräbnis seiner Frau. Du würdest ihm als Haushälterin wirklich helfen? Also, ich weiß nicht. Was wird dann aus Pater Franziskus? Er braucht keine mehr, genau, gute Idee. Pater Franziskus braucht keine Haushälterin mehr. Was? Sag nicht, er hat eine andere gefunden. Er ist tot, wie? Tja, ich sollte eigentlich nicht darüber sprechen. Aber es ist, wie es ist. Aber das sieht ihm nicht ähnlich. Irgendjemand muss ihm einen Floh ins Ohr gesetzt haben. Ich gehe zu ihm. Aber er ist nicht in St. Jakob. Nein?
Wo denn dann? Und warum hat er dort eine neue Haushälterin? Sie schicken ihn weg. Irgendwo nach Südböhmen. Ich hörte, dort gibt es schon eine Haushälterin, die ihn erwartet. Und was wird aus mir? Er wollte dich nicht aus deiner gewohnten Umgebung reißen. Du lebst doch schon so lange hier. Schon, aber was wird er ohne mich tun? Wird man sich gut um ihn kümmern? Ihm wird es sicher gut gehen. Aber was ist mit dir? Du hättest es nicht schlecht als Hagens Haushälterin. Also gut, dann arbeite ich eben für ihn. Okay, das war erledigt, aber ich bin jetzt gerade überrascht. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Jetzt hat sich der Heinrich aber gerade sauber was aus der Rippe geleiert, oder? Der hat sich ja sauber angelogen. Woher sollten wir das bitte wissen, dass der in Südböhmen etc.? Keine Ahnung. Der hat die ja gerade knallhart angelogen. Krass. Okay. Das ist ja schon heftig. Naja. Warte, bis Alex hier zusammengestellt hat. Okay. Na gut, dann können wir die auch erst einmal deaktivieren. Was soll man im Moment fest mal für die Bettler? 90 Hasenfleisch, alles klar. Okay. Die Wege des Herrn. Ja, der Weg führt uns nach Uschitze. Oh Mann. Oh Mann, okay. Fährt zu mir. Gib mir zu trinken, bitte. Sonst sterbe ich. Was mit dir? Stehst du wieder am Pranger, ne? Da kriegst du einen Schnaps, verstehst? Danke. Tausend Dank. Naja. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Ich weiß. So Psofa am Pranger, das macht einfach Spaß, gell? Naja. Bist ja auch eine arme Wurst hier. Sei froh, dass es nicht regnet. So, okay. Wir verchecken jetzt noch die paar Banditenohren. Na, würde ich vorschlagen, dass wir die dem guten Hauptmann Bernhard noch in die Hand drücken, dass wir noch ein kleines Geld kassieren. Der müsste hoffentlich beim Trainingsplatz da oben stehen, beim Kampfplatz. Jawohl, da ist er. Sehr schön. So, stopp, anhalten bitte. Hauptmann Bernhard, habe die Ehre. Ich hätte ein paar Schweinsöhrchen für dich. Gott sei mit dir. Oder Banditenohren, je nachdem. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Was, 25 Groschen? Mehr nicht, oder was? Oder gibt's, die gibt's pro Schweinsohren, das ist ja okay. Na dann. Perfekte Schläge, Kombos, also Defense kann ich hier gar nicht üben, oder was? Naja, egal. Okay. Danke dir. Ne, ja. Hasenjagen. Er hat nicht gesagt, dass das frisch sein muss, gell? Der Alex. Der hat nicht gesagt, dass es frisch sein muss. Was ist das hier? Schenke zur Waldwiese. Okay. Hier ist Hallenberg. Uschitze war, glaube ich, hier oben, ne? Hat es auf der Karte angezeigt. Ich muss mir das nochmal kurz angucken. Quest markieren. Meine, die, ja genau, die war da oben. Uschitze ist hier oben, okay. Würde ich vorschlagen, wir machen hier einen kurzen Zwischenstopp. Das ist unser Jagdlager, wo wir mit dem Hans waren. Auch noch ein paar Hasen in die virtuelle Pfanne, so ähnlich. Sprich, Pebbles wird uns hoffentlich die Traglast abnehmen. Und dann geht's weiter nach Uschitze. Und auf dem Rückweg, wenn wir dann wieder hier unten sind, hat er hoffentlich die ganzen Burschen zusammengetrommelt, die wichtig sind für diese Wasser- oder Exkremente-Quests. Ne? Und dann können wir da das Fleisch übergeben und alles ist gut. So wäre der Plan. Ja gut, Freunde, so machen wir's. Mir fällt ein, ich habe noch gar keinen Screenshot. Oh, schau mal hier. Hallo. Ja, genau. Schon gell. Ich weiß, du magst bestimmt auch kein Dörrfleisch. Jetzt hör auf, mich anzukläffen, du. Sonst fliegt die Brille, du. Aber echt. Na gut. Wir haben hier noch gar keinen Screenshot hier. So, muss ich mal hier zacken. Machen wir einen schönen Screenshot hier. Oh, das sieht doch. Ne? Ja, wunderbar.
So, okay, wer hat das erledigt? Freunde, ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Kingdom Come Deliverance. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Pebbles sagt auch Tschüss. Ne? Vergesst nicht, das Video zu bewerten, Kommentar zu schreiben und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Bis dahin.